So, hallo und herzlich willkommen schon wieder bei mir in der Küche. Diesmal Zutaten. Wie man sich eine aus meiner Sicht effiziente Trekkingverpflegung selber zusammenstellt, ohne hier sowas einzukaufen. Jetzt sieht man mich fast gar nicht mehr. Nochmal, die Dinge, die kann man schon einkaufen, wenn man das möchte, ne? Aber ist halt teuer. Und ist nicht notwendig. Und man kann sich, gerade ich, der ich ja kulinarisch ein wenig ein eigenartiges Wesen bin, mag ja zum Beispiel keine Paprika. Und ich mag auch keine getrocknete Paprika. Und in sehr vielen dieser Beutel ist beispielsweise Paprika drin. Weshalb nur wenige Geschmacksrichtungen von solchen Beuteln, egal welche, ne, das muss jetzt nicht real sein, das kann auch von mir aus auch Tactical Food Pack sein. Oder Track and Eat, Tracking-Mahlzeiten, Gedöns, was auch immer, völlig egal. Aber die haben halt häufig irgendwie einzelne Zutaten, die ich nicht mag. Und stellt man sich sein Futter selber zusammen, dann kann man da natürlich reinmachen, was man mag. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten als das, was ich jetzt so besprochen haben wollen würde. Aber wir gehen jetzt einfach mal Zutaten fürs Frühstück, fürs Snack, also Mittagessen in dem Sinne, sollte man, das muss ich vielleicht gleich mal erklären, vielleicht gar nicht machen, dass man so viel futtert, dass man dann hinterher so satt ist, dass man nicht mehr weiter kann. Weil wir hatten ja gesagt, bei der Tour, die wir uns vorstellen, steht Fortbewegung im Mittelpunkt. Das heißt, wenn du dir mittags, keine Ahnung, 1000 Kalorien Nüsschen reinhaust oder anfängst jetzt dir hier so eine Tüte aufzugießen. Das kannst du natürlich schon machen und der Hersteller von solchen Tüten hätte auch nichts dagegen, dann verkaufen sie mehr. Was jetzt ethisch-moralisch auch nicht verwerflich ist, dass die was verkaufen wollen. Aber ja, dann kannst du halt hinterher, du kannst vielleicht schon noch weiterlaufen, aber vielleicht kommst du nicht mehr so gut voran. Es ist sowieso immer eine individuelle Frage des individuellen Stoffwechsels. Ich persönlich komme super damit zurecht, wenn ich mir morgens nach dem Aufstehen mein Müsli reinpfeife, dann bis 13 Uhr ungefähr wahlweise unterwegs bin oder halt mit Zeug zusammenpacken und so weiter und so fort. Frau und ich, wir sind selten wirklich früher als 9, vor 9 unterwegs, selten häufig so zwischen 9 und 9:30. Und dann läuft man halt bis circa 13 Uhr, dann macht man Mittagspäuschen, die besteht aus 150, 200 Kalorien, sowas um den Dreh. Für mich. Frau hingegen möchte kein Müsli zum Frühstück oder wenn überhaupt dann nur eine ganz kleine Portion. Dafür will sie dann aber so um 10, halber 11 einen kleinen Snack und dann nochmal so gegen, ja tatsächlich 13 Uhr, wenn ich mein Mittagessen in Anführungszeichen konsumiere, nochmal einen kleinen Snack und dann nochmal nachmittags nochmal einen kleinen Snack. Also mehrere kleine Blutzuckeranstiege über den Tag verteilt. Und das ist natürlich ganz, ganz individuell. Ich komme mit morgens große Mahlzeit, recht großes Mittagessen, recht groß in Anführungszeichen, ne? Und dann abends Hauptmahlzeit. Da kommen dann sämtliche anderen Kalorien des Tages sozusagen zusammen, ne? Da komme ich gut mit zurecht, aber das muss nicht zwingend bei euch so sein. Das muss man einfach individuell ausprobieren. Ich habe auch schon Leute auf Touren gesehen, die so gefühlt alle 2 Stunden sich in Müsli reinpfeifen müssen, sonst fallen die sofort tot um bei körperlicher Belastung. Das ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Oder man frühstückt nicht, man Mittag isst nicht und haut sich abends eine Riesenportion rein, dass man also pro Tag einfach nur eine Mahlzeit konsumiert. Das ist ja das Schöne. Wenn man auf einer Wildnistour ist, gibt es nichts und niemanden, was einen davon abhält, einen Tagesablauf zu machen. Genauso wie man Bock hat. Ja? Kein Chef da. Keine Frau da, also außer in meinem Fall, ich nehme sie ja mit. Oder sie nimmt mich mit, je nachdem, wie man das definieren möchte. Aber wirklich niemand und überhaupt gar nichts kann einen davon abhalten, gerade dann bei Solotour, da dann halt wirklich 100% frei, individuell sich das so zusammenzustellen, wie man das haben möchte. Ja? So. Und da sprechen wir jetzt erstmal ein wenig über Frühstück. Für Frühstück brauchen wir Zwiebeln, nein. Aber für Frühstück brauchen wir meiner Meinung nach und auch für die Kaffeetrinker unter uns ist es fast, ja, diejenigen, die Kaffee mit Milch haben wollen, aber fürs Frühstück für mich persönlich unumgänglich, egal für welche Form von Frühstück, dass man Milchpulver verwendet. Ja? Also Milch gehört bei mir
wirklich unbedingt auf die Tour dazu. Milch ist reich an diversen Sachen, die uns auf Tour auch helfen können. Jetzt ist inzwischen, seit da so ein Typ auf Madeira der Meinung ist, dass Milch Gift ist, Milch ja ein wenig in Verruf geraten. Für die Zwecke einer Trekkingtour ist Milch aber trotzdem noch eine der relativ gesunden Sachen, die man in Form von Milchpulver, und da gehen Vitamine gehen teilweise kaputt, Mineralstoffe nicht, wenn man Milch zu Milchpulver verarbeitet, ist das also wirklich eine der definitiv netteren Sachen, die man da mitnehmen kann. Zumal Milch auch in Pulverform, das ist übrigens hier die Vollmilchversion, da liegt sie, reden wir gleich drüber, auch in Pulverform doch immerhin einen Eiweißanteil von 3,2 Gramm hat, bei 4,7 Gramm Kohlenhydraten und 0,1 Gramm Fett, weil das ist ja das Magermilchpulver, ne? Das heißt, der Eiweißanteil gemessen an der Trockensubstanz, die man mit Milch so mit sich herumschleppt, ist schon relativ hoch. Damit ist also Milchpulver eines der Nahrungsmittel, die für mein Verhältnis bzw. meine Erfahrung mit Trekkingtouren ein wesentlicher Bestandteil der Eiweißversorgung darstellen, ne? Kommt natürlich darauf an, wie viel man mit Milch zubereitet. Weil, also grundsätzlich Frischmilch oder Haarmilch oder welche Flüssigmilch auch immer mitzuschleppen, das kann man natürlich sofort knicken, es sei denn, man möchte eine klassische Trekkingtour mit sehr, sehr schwerem Ausrüstungsgewicht und so weiter und so fort machen und die soll nur 3 Tage gehen. Bitte dann nehmen 1 Liter Milch mit, geht auch. Aber für alle ambitionierteren Touren ist Milch wirklich was, wo man im Verhältnis zur Frischvariante mit Milchpulver ohne Ende Gewicht sparen kann. Grundsätzlich gibt es auf dem Markt eben Vollmilchpulver, das in der Trockenmasse, steht hier drauf, 26% Fett hat. Das gleiche, man kriegt genauso viel Milch aus einem Löffel von dem Zeug wie einem Löffel von dem Zeug. Mit dem Unterschied, dass die Milch, die hier rauskommt, und das wiegt im Übrigen auch mehr oder weniger dasselbe, aber die Milch, die hier rauskommt, hat halt erheblich mehr Fett, nämlich also 100 Gramm von dem Trockenmilchpulver. Jetzt, das essen wir ja nicht, das machen wir ja schon in Flüssigform, aber wenn wir mal während unserer Tour 100 Gramm davon verbraucht haben, dann haben diese 100 Gramm 26 Gramm Fett, 17,1 Gramm, ne Quatsch, Entschuldigung, 40 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Zucker, also Kohlenhydrate sind Zucker und 26 Gramm Eiweiß. Also nehmen wir mal an, wir hätten einen recht milchbasierten Tag, dass wir zum Frühstück uns zum Beispiel, da komme ich gleich noch drauf, sowas hier machen, ne? Und das gießt man mit Milch auf. Ja? Und wir machen uns eine relativ dicke Milch. Das ist nämlich auch wichtig. Mit Milchpulver kann man variieren, wie dick man die Milch haben möchte, die man sich macht. Die normale Konsistenz von Trinkmilch, wie man sie daheim kennt, oder halt eben eine etwas dickere Milch, die dann etwas mehr an Kalorien angereichert ist, verbraucht dann dafür wieder mehr Milchpulver, ist also man schleppt es. Man schleppt es in jedem Fall. Du kannst aus Milchpulver, indem man die dickere Milch macht, nicht Kalorien aus dem Nix herbeizaubern. Man hat sie vorher schon auch getragen. Aber wenn man sich eine etwas dickere Milch macht oder gar zum Frühstück wirklich irgendwas, was man mit Milch aufkocht, beziehungsweise mit Wasser mit Milchpulver aufkocht, dann kriegt man da schon noch mal ein paar extra Gramm Eiweiß zusammen, sowas um die 10 Gramm fürs Frühstück durch die Verwendung von so einem Vollmilchpulver sind durchaus drin. Ja? Und 10 Gramm sind immerhin schon mal ein Sechstel vom Tagesbedarf, den man laut allgemeinen Vorgaben haben sollte. Grundsätzlich ist es so, dass auf Trekkingtouren prinzipiell auch ganz gerne, also 59 Gramm Eiweiß am Tag ist die empfohlene Menge für einen Durchschnittsmensch. Auf Trekkingtouren mag der Eiweißanteil theoretisch höher sein, dass man, der Körper würde es einem bestimmt nicht übel nehmen, nimmt man mehr Eiweiß zu sich als 59 Gramm, weil man ja schon recht viel Muskelbeanspruchung hat beim Rumlaufen, musst du aber halt erstmal schaffen, das in deine Trekkingverpflegung zu integrieren. Wenn du 50 Gramm Eiweiß, 60 Gramm Eiweiß wirklich schaffst am Tag, dann kannst du schon recht glücklich sein. Selbstverständlich gäbe es noch die Möglichkeit, ich habe sowas nicht da, weil ich mag das auch nicht und so weiter. Aber es ist sicherlich eine Option, wer damit mal experimentieren möchte, solche Sportler-Eiweiß-Trinkpulver halt auch mit auf Tour zu nehmen. Ja, da spricht bestimmt nichts dagegen, dass du dir so ein Eiweiß-Trinkpulver mitnimmst, ein paar hundert Gramm davon und jeden Tag dir halt einen kleinen Eiweißshake machst und gluck, gluck, gluck.
Sprich garantiert nichts dagegen, wüsste nicht was. Aber ich habe sowas, wie gesagt, nicht da und ich habe das auf Tour noch nie ausprobiert. Diese Dinger sind ja erst seit ein paar Jahren gefühlt im Mainstream angekommen und davor war das mehr sowas für Schwarzeneggers und alle, die es noch werden wollen. Ja, Magermilchpulver eben, wie gesagt, im Vergleich zur Trockenmasse hat die quasi so gut wie gar nichts drin. Bestenfalls noch 3,2 Eiweiß, 3,2 Gramm Eiweiß, das ist also plus minus nur für den Geschmack, wenn man mit Magermilchpulver arbeitet. Wirklich viele Nährelemente kriegt man da nicht rausgezogen. Aber das muss man wissen, der Fairness halber, so eine fette Vollmilch in Pulverform ist sehr schwierig im kalten Wasser zu verrühren. Weil der Fettanteil hoch ist, löst sich das nicht mehr in Wasser, sondern gibt bestenfalls eine Emulsion, also die Fetttröpfchen im Wasser fein verteilt sozusagen. Und dafür muss man sehr viel rühren und sehr lange rühren. Und das ist für mich ein Frühstücksritual, also vor dem Frühstück, mir meine Milch anrühren. Das dauert 15 Minuten oder was? Bist du da eine zufriedenstellende Milch? 10 Minuten. Also 10 Minuten aber wirklich. Bis du dir eine zufriedenstellende Milch zusammengerührt hast, und das ist für mich ein Frühstücksritual, wie gesagt, auf Tour, kann ich mit leben, wenn ich diese Milch anderen Menschen, die noch nicht kennen, als Milchpulver antue, was ich regelmäßig tue, dann sind die Gesichter unterschiedlich. Und gerade die Fähigkeit zum Anrühren dieser Milch. Ich hatte mal einen sehr, sehr, sehr jungen Mensch dabei, dem ich sowas hier angetan habe. Herzliche Grüße an dieser Stelle, falls du dich angesprochen fühlst. Der hat es geschafft, daraus die glatteste und perfekt verteilteste Milch, die ich je gesehen habe, zusammenzurühren. Also es geht schon. Man muss halt ein Händchen fürs Milchrühren haben. Ne? Aber es ist schon eine Herausforderung. Das Zeug löst sich schlecht. In warmem Wasser geht es einfacher. Das braucht aber natürlich Brennstoff. Wenn du morgens erstmal Wasser warm machen möchtest, um deine Milch anzurühren, ist wieder Gewichtseffizienz. Ne? Kein Problem, macht man eine Tour, wo man jeden Tag auf Feuer kochen kann oder wenn man einen großen Hobokocher oder einen kleinen Hobokocher oder sowas in die Richtung mitschleppt, dann ist das natürlich kein Thema. Dann ist der Brennstoffverbrauch nicht so wichtig. Aber wenn du stattdessen Gas kochst, auf Benzin kochst, auf Spiritus kochst, muss man den halt mit einplanen, wenn man morgens warme Milch haben möchte. Schmeckt natürlich auch besser. Und Müsli mit warmer Milch ist gerade in kalten Jahreszeiten oder da hinten in dem Land da, was auf diesen Bildern da drauf ist, da wäre warme Milch zum Frühstück sehr schön gewesen. Wir hatten aber Angst, dass uns der Brennstoff nicht reicht. Deswegen gab es halt kalte Milch zum Frühstück. Egal. Ja, also Magermilchpulver kriegst du im Supermarkt. Vollmilchpulver musst du im Internet bestellen. Das hier ist von bugstars.de. Die gibt es, glaube ich, noch. Ich habe da aber lange nichts mehr bestellt. Die letzte Bestellung waren diverse solche Packen. Und das hält dann auch bei unserem Verbrauch eine ganze, ganze Weile. Daher, ja, ne? Also. Also, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Bugstars gibt es noch und die haben neben Milchpulver auch wieder oder immer noch. Gerüchten zufolge soll es das zwischendrin mal nicht gegeben haben. Vielleicht ist nicht immer lieferbar, weiß ich nicht. Auch Sahnepulver. Sahnepulver ist natürlich von Kalorien zu Gewicht-Verhältnis her sensationell. Gerade das hier mit 72% Fett. Das hat irgendwie, glaube ich, fast knappe 800 Kalorien pro 100 Gramm und kann eine tolle Ergänzung für selbstgemixte Nahrungsmittel sein. Das einfach nur noch mal kurz als kleines Beispiel. Sie haben zum Beispiel derzeit auch Butterpulver, Buttermilchpulver. Also da gibt es alle möglichen schönen Dinge in Pulverform, die man auf Trekkingtour möglicherweise ganz gerne dabei haben möchte. Wer mag, kann da ja einfach mal reinschauen. Ich möchte an der Stelle aber noch mal betonen, ich habe keine Kooperation mit Bugstars und habe da einfach persönlich gute Erfahrungen mitgemacht, ohne dass das jetzt irgendwie ein Werbedeal zwischen mir und denen gäbe. So, das war es auch schon. Weiter im Text. Hat man Milch, hat man dann zum Frühstück natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Erstens klassisch Müsli. Ja? Nichts spricht gegen Müsli. Moment, ich brauche Requisite. Aus erstens mal feinen, ja, Haferflocken fein, Haferflocken grob und von mir aus noch Sesam beispielsweise. Oder jetzt natürlich wieder unsere, wo sind sie?
in dem Fall dann vielleicht keine gesalzenen, aber dann Nüsse dazu machen. Macadamia, Haselnuss, Erdnuss, Walnuss, sucht euch was aus. Trockenobst. Trockenobst habe ich jetzt auch keins da. Ich persönlich mag kein Trockenobst. Aber Müsli kann man sich natürlich das Beste, Tollste überhaupt zusammenstellen. Nichts spricht dagegen, an seinem Müsli noch ein paar Schokoladenstückchen ranzuschmeißen. Für Schokolade generell, auch wenn wir dann nachher zu den Snacks kommen. Tatsächlich, das musste ich mit Grauen feststellen. Ich habe das lange Jahre auch nicht gewusst. Und das ist zum Beispiel jetzt auch ein Punkt, wo dieses Video schlauer ist als das letzte. Vollmilchschokolade mag lecker sein, ist aber kalorientechnisch die schlechtere Wahl. Zartbitter oder nicht mehr zart, sondern so richtig bitter, also am besten 99% Kakao, ist kalorienmäßig die beste Schokolade, die du mitnehmen kannst. Leider ist sie dazu außerdem noch relativ gesund, weil ein Kakao angeblich, ja, was weiß ich, was für tolle Antioxidantien und schieß mich tot Zeug drin ist, ist da auch wirklich drin. Kalorienmäßig haut es halt bombenmäßig rein, wäre für den normalen zivilen Verzehr im Alltag dann halt alles andere als gesund. Aber auf der Tour, ja, also je dunkler die Schokolade, desto besser. Also diese furchtbare dunkle Schokolade aus dem Bundeswehr-EPA, die Konsequenzen hat, wenn man dann mal irgendwann aufs Klo muss, falls man danach jemals wieder aufs Klo muss. Der eine oder andere wird wissen, welche ich meine. Aber die ist rein kalorientechnisch schon sehr, 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 sehr effizient, ne? Aber Müsli, ja, wie gesagt, man kann sich da zusammenbauen, was man möchte. Ich habe jetzt darauf verzichtet, hier irgendwie was Beispielmäßiges zusammenzumachen. Wir sind inzwischen dazu übergegangen, die meisten unserer Nahrungsmittel in solchen Gläsern, also das sind irgendwelche Pfandgläser aus dem Supermarkt, da muss man nicht extra Gläser kaufen, die wir schön sauber gemacht haben und das drin, darin lagern. Das machen wir immer mehr, werden immer mehr Gläser, es werden immer mehr verschiedene Sachen. Und wenn man sich ein Müsli machen möchte, Hause Tüxen, dann schnappt man sich so ein paar von diesen Gläsern, mixt sich da sein Müsli mit dem, was man halt gerade haben möchte, zusammen und besonders lecker noch ein bisschen mit dem Joghurt statt Milch. Also das ist so mit vielleicht das Gesündeste, was ich so esse. Ich esse nicht sehr viel Gesundes, daher ist das bemerkenswert. So, ja, wenn man jetzt vorhat, also generell, ne, das gilt beim Frühstück, das gilt dann später beim Mittagessen und so weiter und so fort. Sich eben sowas hier zu ersetzen, da gibt es ja auch Müsli. Ja? Also es gibt auch diverse Müslis in Form von so einer Tüte, die man dann mit heißem Wasser und, oder auch mit kaltem Wasser und so weiter und dann kannst du die aus dieser Tüte mampfen. Idee ist, hast du all deine Verpflegung nur in Form von solchen Tüten dabei, dann kannst du dir ja jede Menge Kochgeschirr bzw. jede Menge Essgeschirr sparen. Jetzt ist ein Essgeschirr, ich meine, eine einfache Plastikschüssel. Ja, Plastik, ich weiß, böse, ist aber super effizient. Ist somit das Leichteste, was du an Essgeschirr mitnehmen kannst. Und eine einfache Plastikschüssel wiegt 40 Gramm. Ich finde, das ist es schon wert. 40 Gramm für den Luxus, einen Fressnapf zu haben, halte ich für sinnvoll. Aber will man sich das tatsächlich antun, seine Mahlzeiten eben nicht in einem Fressnapf zuzubereiten oder im Fressnapf zu verzehren, sondern alles in Tüten haben, weil das halt gerade im Trend liegt, dann würde ich folgende Tüte empfehlen. Diese hier. Ja, das ist das Probierpaket Waste Me von Repack, PAQ, Pack, Repack wahrscheinlich ausgesprochen. Die haben solche Tüten in verschiedenen Größen im Angebot. Das ist die große. Ja, und da kriegt man dann zum Beispiel auch ein Mittagessen bzw. ein Abendessen rein von Nudeln, die man halt einfach und alle Zutaten, die man so haben möchte, schmeißt man rein. Das machen wir auch noch im dritten Teil dann. Und diese Tüten hier sind von daher die beste Wahl an Tüte, weil die sind sauteuer, ne? Also man darf. Wenn du umweltfreundlich und günstig sein willst, das geht halt nicht. Na, da musst du dir halt überlegen, was von beiden du sein möchtest, weil die hier sind aus Zelluloseplastik, beziehungsweise das ist Altpapier, was ihr hier sehen könnt. Die Beschichtung innen, die sie auch wasserdicht macht, sehr, sehr wasserdicht. Vielleicht nicht absolut wasserdicht. Ich habe ein paar von den Tüten inzwischen ausprobiert, um mir da einfach quasi wirklich das hier nachzubauen und dann in so einer Papptüte in Anführungszeichen ziehen zu lassen. Und bisher waren sie alle dicht. Habe das aber erst viermal oder so gemacht. Also ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass die immer dicht sind, aber sie haben hier oben auch so einen Ziplock-Verschluss.
wie man das kennt, halt so ein üblicher Ziploc-Beutel. Und wie gesagt, eine Innenbeschichtung, ich hoffe, das könnt ihr so einsatzweise erkennen, die so ein bisschen plastikmäßig aussieht. Die ist aber auf Zellulose und Amylopektin, glaube ich, Basis, also ein Stärkederivat. Und beides ist biologisch abbaubar. Das bedeutet, wenn man in der Tüte sich sein Wasser, und zwar gut biologisch abbaubar, wenn man in der Tüte sich sein Essen hat ziehen lassen, sein Müsli zum Beispiel, wenn man aus irgendwelchen Gründen keinen Müsli-Napf mitnehmen möchte, ne, wie gesagt, oder kleinere Portionen, hier gibt es auch kleinere Tüten, und daraus dann sein Müsli gelöffelt hat und die Tüte braucht man da nicht mehr, ja? Und man will sie nicht nochmal verwenden aus hygienischen Gründen, was ich ein Stück weit verstehen könnte. Dann hat man mit diesen Tüten theoretisch, praktisch ist es natürlich besser, das nicht zu tun, als seinen Müll wieder mitzunehmen, aber verbuddelst du diese Tüte irgendwo im Nirgendwo, ist sie irgendwann wieder verschwunden. Ja, das dauert normalerweise ein paar Monate bei hoher Bodenfruchtbarkeit, also für eine Tropen- oder Dschungeltour beispielsweise. Kannst du diese Tüten, die legst du kurz zur Seite und passt nicht drauf auf und 10 Minuten später ist die Tüte biologisch abgebaut. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber da könntest du sie wirklich verbuddeln. Da müsstest du dann diesen Müll nicht mit nach Hause nehmen. Die komplette Tüte, alles. Ne? Auch der Ziploc-Verschluss hier. Das ist alles aus biologisch abbaubarem Material. Und das wäre eine Möglichkeit, tatsächlich Gewicht zu sparen, indem man halt eben sein Essen vielleicht auch schon in diesen Tüten verpackt, wenn man möchte. Das Dumme ist nur, die gehen halt nicht perfekt zu. Ne? Das ist halt nur ein Ziploc-Verschluss. Ne? Du kannst da keinen Knoten reinmachen oder vakuumieren oder sowas in die Richtung. Aber man könnte theoretisch sein fertig vorbereitetes Essen wie bei diesen Tüten auch in solche Tüten abfüllen, mit solchen Tüten dann halt eben mit sich führen, das aus so einer Tüte essen, in der Tüte ziehen lassen. Wie gesagt, man kann da auch heißes Wasser reinkippen, ohne dass die undicht werden. Und nach Gebrauch brauchst du die Tüte auch nicht sauber machen, sondern kannst sie mit eben den Essensresten, die sind auch biologisch abbaubar, selbst sowas. Ist, also der Becher nicht, aber der Inhalt ist biologisch abbaubar. Ja, auch wenn da wahrscheinlich Konservierungsstoffe und E-Nummern und sonstiges, nicht nur wahrscheinlich, das ist da drin, aber das ist trotzdem immer noch biologisch abbaubar. Ja. Ganz so böse ist das Zeug dann jeweils dann doch halt auch wieder nicht. Ja, also das ist nur eine Option. Im besten Fall nehmt ihr das in mitgebrachten oder in Großtüten mit oder ihr mischt es euch in der Pampa selber zusammen. Das kommt dann auch in einem dritten Teil noch, wie man das dann machen kann. Aber man könnte mit solchen biologisch abbaubaren Tüten, die sau teuer sind, prinzipiell weniger Gewicht mit sich rumschleppen. Weil, wenn man das Essen gegessen hat, muss man eben nicht die leere Tüte noch bis zurück in die Zivilisation tragen. Weil ich hoffe, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist selbstverständlich für jeden halbwegs vernünftigen Wildniswandernden, ein absolutes No-Go ist, so eine Plastiktüte in der Landschaft liegen zu lassen. Da müssen wir, glaube ich, wirklich gar nicht drüber reden. Das machen wir selbstverständlich nicht. Nehmen wir unser Essen in Plastiktüten verpackt mit, dann essen wir es auf und dann nehmen wir selbstverständlich den Müll wieder mit nach Hause. Aber so eine Tüte, ich weiß nicht, wie viel die konkret wiegen, aber Track and Eat-Tüten wiegen etwa 11 Gramm. Das sind 110 Gramm für 10 Tüten. Ist jetzt nicht die Welt, ist aber auch halt nicht gar nichts. Ja, und wenn du beispielsweise einen 40 Gramm Futternapf mitnimmst, dann wiegt der weniger als die Hälfte von schlicht und ergreifend dem Plastik, in dem du dein Essen verpackt hast. Nur mal als Gedanke. Ja, oder der abgesägte Stiel einer Zahnbürste, der wiegt nochmal erheblich weniger, wahrscheinlich nur ein Hundertstel von der Müllmenge, die durch Plastiktüten, die du immer nach Hause tragen musst, entsteht. Und da kann man also über solche Sachen kann man nachdenken. Ne? Trotzdem, in jedem Fall wäre es natürlich schöner, wenn man nicht neben jedem deiner Lagerplätze irgendwelche halb vergammelten Tüten wieder ausbuddeln könnte, falls das mal jemand anders passieren sollte. Im besten Fall im Rahmen von Leave No Trace Politik wäre es natürlich schon schön, wenn man gar nicht erkennen kann, dass du jemals hier eine Tour gemacht hast, hier irgendwo in der Wildnis und von dir nichts zurückbleibt, außer ein paar Fußstapfen, die hoffentlich auch bald wieder zugewachsen sind, weil man es auch mit den Fußstapfen nicht übertrieben hat. Man kann ja Vegetation durchaus auch blattrampeln. Ne? Gut, Müsli ist das eine, um zurück zum Thema Frühstück zu kommen.
Ich habe hier keinen Platz. Hinter euch ist Platz. So. Alternativ kann gerade bei kaltem Klima, also erstens mal warme Milch im Müsli eine schöne Idee sein. Und wenn das nicht, dann weiche ich auch gerne auf zum Beispiel Grießbrei aus. Es gibt, man kann theoretisch Nudeln in Milch kochen, Zucker, Zimt drüber kippen und das gibt dann Süßspeisenudeln. Ist gewöhnungsbedürftig, kann man aber machen. Soll Leute geben, die es lecker finden. Ich bin einer davon. Oder man nimmt sich hier solche Milchreistütchen mit. Solche Milchreistütchen gibt es verschiedene Varianten. Ich glaube, ich hatte irgendwo noch eine. Muss kurz suchen. Ist nur eine Auswahl. Gibt es noch erheblich mehr. Aber da sind Supermärkte doch recht erfinderisch geworden. Gerade auch seit es den wir brauchen mehr Protein Trend gibt. Halt, falsches Produkt. Das da. Proteinmilchreis anzubieten. Der hat im ersten Moment jetzt den Nachteil, dass er Milch braucht. Ja, du kannst ihn bestimmt auch in kochendes Wasser schmeißen. Dann stimmen aber die Werte, die hier draufstehen, nicht. Dass hier angegebene Menge an Protein und was weiß ich, dass da alles drin sein soll, zustande kommt, erfordert halt auch Milch. Weil wenn du keine Milch verwendest, dann ist da halt erheblich weniger Protein drin. Ist immer noch viel und schmeckt wahrscheinlich auch mit Wasser einigermaßen essbar. Aber ich habe das einmal ausprobiert, einen Milchreis, einen Grießbrei oder irgend sowas mit Wasser zu machen. Und wenn man das daheim nur mit Milch kennt, dann schmeckt das mit Wasser so viel schlechter, als man sich das vorher vorstellt im Kopf, dass das eine sehr demotivierende Angelegenheit ist. Deswegen Milchpulver, das gute Fette, davon eben genügend dabei haben, dass man sich mit dem Milchpulver eine Milch anrührt und nach Möglichkeit ohne Klumpen, das heißt, man ist eine Weile beschäftigt und diese Milch dann aufkocht und damit dann das hier zubereitet. Das funktioniert folgendermaßen: 400 Milliliter Milch sprudelnd aufkochen, Topf vom Herd nehmen, also vom Gas in dem Fall, unterrühren mit einem Schneebesen, zufügen und etwa eine Minute kräftig weiterrühren. Nachher 10 Minuten stehen lassen, das kriegt man auch hin und fertig ist der ganze Kladderadatsch. So, und das Zeug hat dann pro Tüte, also pro Portion, in der Tüte sind zwei Portionen, 277 Kalorien. Das ist schon mal ganz ordentlich. Das heißt, die Tüte von 104 Gramm, 104 Gramm ist sehr leicht, wäre man bei 550 Kalorien. Das ist sehr gut. Ja. Grundsätzlich, das habe ich auch noch nicht erwähnt, bei Outdoor-Trekkingfutter gilt: Alles, was über 500 Kalorien pro 100 Gramm hat, ist super, weil es extrem effizient ist. Alles, was 400 Kalorien pro 100 Gramm und drüber hat, ist akzeptabel. Alles drunter sollte man nur dann mitnehmen, wenn man einen sehr, sehr guten Grund dafür hat, es mitzunehmen. Also weil es zum Beispiel unglaublich lecker ist oder einen riesengroßen Eiweißanteil hat. Ja? Aber einfach, damit man pro geschlepptes Gramm möglichst viele Kalorien dann später auch zu sich zuführen kann, ist es halt wichtig, dass man eben guckt. Wie gesagt, alles über 500 sehr gut, alles über 400 okay, alles drunter nur, wenn wirklich unbedingt notwendig mitnehmen. Ja? Und damit wäre das hier ein Top-Produkt, darum habe ich es auch gekauft. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, aber rein von den technischen Daten her, das letzte Mal, als ich Trekkingfutter kaufen war, gab es das Zeug noch gar nicht, ist das wirklich super. Außerdem ist es ja noch mit Protein angereichert und hat 15 Gramm Eiweiß pro Portion, das heißt der ganze Beutel 30 Gramm Eiweiß, das ist sensationell, mit Milch wohlgemerkt, nicht mit Wasser, dann ist weniger, wie viel weniger wissen wir nicht, aber damit hast du dann schon die Hälfte, wenn du dir so ein Ding machst, alleine deines Eiweißbedarfs pro Tag reingezogen und hast immerhin knappe 550 Kalorien zum Frühstück gehabt. Das ist tatsächlich ein sehr guter Deal. Ja, da kann man wenig dagegen sagen. Ne? Also hervorragende Wahl wäre das, wenn einem das dann schmeckt. Es gibt ja auch so fertige High-Protein-Joghurt, fertige wohlgemerkt. Das hier ist noch High-Protein-Joghurt-Pulver, wäre auch noch Joghurt, Quatsch. Pudding. Pudding. Ja? Und die schmecken mir persönlich jetzt mehr so, naja, kann man essen, aber lecker ist das nicht. Effizient sind die aber. Jetzt hier zum Beispiel dieser Pudding, da muss man auch wieder Milch aufkochen, 300 Milliliter in dem Fall, reinkübeln, umrühren, stehen lassen, fertig. Hat 150, zwei Portionen, ja, hat circa 300 Kalorien, das sind 55 Gramm in dem Beutel, 300 Kalorien für 55 Gramm.
Das ist schon gut, ne? Das hätte dann also fast 600 Kalorien pro 100 Gramm. Schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Und auch wieder einen enorm hohen Eiweißanteil von 20 Gramm, der ganze Beutel. Ja? Also 20 Gramm Eiweiß und nur 55 Gramm Material mitschleppen, ja, das ist schon ziemlich sensationell. Also da muss ich schon sagen, diese High-Protein-Bewegung in der Lebensmitteltechnik macht die Proteinversorgung auf Trekkingtouren so viel einfacher. So viel einfacher, wirklich. Ja, das war früher erheblich problematischer und man musste, die beste Proteinquelle damals war das da. Das ist Trockenei. Also wirklich dehydriertes Ei, 100% Ei, da ist nichts drin außer Ei. Und ja, das sind 60 Gramm, das entspricht etwa 6 Eiern ungefähr. Und entsprechend haben die Ei hat Eiweiß, wer hätte es gedacht? Und hier ist der Eiweißanteil bei 48 Gramm pro 100 Gramm. Also die Hälfte von dem Ding ist Eiweiß. Bedeutet, so ein Beutelchen, da wären wir etwa bei 30 Gramm Eiweiß. Und das isst er aber normalerweise nicht allein, das isst er dann zu zweit, würde ich empfehlen, weil Rührei sollte ein Luxus sein. Und, aber das sind dann immerhin nur 15 Gramm Eiweiß pro Nase. Ja, aber wenn man bedenkt, was hier so drin ist, in diesem künstlich angereicherten Eiweißsächelchen, ist das schon bemerkenswert. Jetzt müssen die halt noch schmecken. Das muss man halt ausprobieren. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ich teste das dann vielleicht auch nachher mal mit euch, möglicherweise oder morgen oder irgendwie mal gucken. Aber ja, das ist halt eine echte Alternative. Ist das so vielseitig und so gesund wie ein schönes Müsli? Sicher nicht. Ja. Und das heißt jetzt aber ja nicht, dass man nicht auch Müsli und so ein Zeug mitnehmen kann. Man kann ja variieren. Man macht einen Tag Müsli, man macht einen Tag sowas. Die hohe Gewichtseffizienz von den Dingern, die muss man natürlich jetzt auch wieder gegenrechnen mit dem Treibstoffverbrauch. Es sei denn, wie gesagt, man hat ein Holzfeuer, aber wenn man das nicht hat, dann muss man natürlich auch wieder Brennstoff mit einkalkulieren, um das eben zuzubereiten. Und dann ist der Gewichtseffizienz schon nicht mehr ganz so toll, weil man halt zusätzlich mehr Brennstoff mitschleifen muss. Ne? Und dann habe ich noch entdeckt, als Frühstück und oder Mittagessen, es gibt auch Instant- oder Minutenmilchreis. Den muss man nur mit Wasser aufgießen. Das heißt, da ist Milchpulver schon drin. Das ist jetzt eben wieder vom Gewicht her gerade egal. Ob du eine Tüte mit Milchpulver schon drin mitschleifst oder einen großen Sack Milchpulver und überall, wo kein Milchpulver drin ist, musst du halt noch welches zugeben. Das nimmt sich nichts. Das ist völlig egal. Dafür ist auch die Energiedichte von dem Ding hier gar nicht mal so doll, weil der ganze Sack gibt 213 Kalorien und wiegt halt auch nur 55 Gramm. Ne? Im Vergleich zu dem High-Protein-Pudding hier, dem man halt die Milch noch zugeben muss, gibt der ja 300 Kalorien, also doppelt so viel, naja, nicht ganz, 213 Kalorien, 300 Kalorien. Aber wie gesagt, hier ist Milch halt schon drin, da noch nicht und dadurch, na, so rechnet man sich das dann entsprechend schön. Nett ist halt, dass man den, ist halt eine Anwendung praktisch, aber man muss sich nicht erst Milch zusammenrühren. Und ja, muss man selber wissen. Ne? Im Endeffekt nimmt sich's nicht viel. Außer der ist auch nicht High Protein. Das ist jetzt ein normaler Milchreis in Anführungszeichen. Ganz wichtig für sämtliche Süßspeisen, die man auf Tour dabei hat, wenn man jemand isst, der gern süß mag und der gern vanillig mag, dann empfiehlt sich einen stinknormalen aus der Backabteilung Vanillinzucker ein paar Beutelchen mitzunehmen. Die wiegen quasi gar nichts und machen aus einem normalen Milchreis einen Vanillemilchreis. Ja, und wie gesagt, wiegen dabei fast gar nichts. Das ist auch noch eine schöne Möglichkeit, die ich dank meiner Frau kennengelernt habe, um eben die geschmackliche Varianz von Outdoor-Mahlzeiten ein wenig aufzuwerten. Man kann sich zum Beispiel auch neutralen Milchreis mitnehmen und ein Säckchen mit Zucker und Zimt. Dann kann man sich Zucker-Zimt-Milchreis mitmachen. Zucker-Zimt wiegt natürlich dann wieder. Ne? Zucker ist nicht leicht. Hingegen Vanillinzucker, dadurch, dass der größtenteils aus, ja, da ist auch Zucker drin, aber der besteht halt auch aus Aroma und Aroma wiegt tatsächlich gar nichts. Ne? Ist nicht besonders gesund, auch da wieder der Hinweis, aber auch nicht so tödlich, dass es einen sofort umbringen würde. Daher im Rahmen einer Trekkingverpflegung für 2 Wochen im Jahr oder wie lange ihr vorhabt, trekken zu gehen oder wie oft ihr vorhabt, trekken zu gehen, würde ich sagen, ist das durchaus noch vertretbar. Ja,
Mehr fällt mir zum Frühstück gerade nicht mehr ein. Vielleicht ergänze ich nachher dann noch was. Ja, meine ersten Touren waren ja Gruppentouren mit Jugendorganisationen, unter anderem dem NABU, also der NAJU. NABU ist der Naturschutzbund Deutschland, NAJU ist die Naturschutzbund Deutschland Jugend, also Naturjugend sozusagen. Ja, und das war alles toll, will ich mich gar nicht beklagen. Da habe ich gelernt, wann immer es Mittagessen gab, das nennt man Trail Snack. Ja, wurde mir damals halt so beigebracht. Deswegen nenne ich das heute noch gerne mal Trail Snack. Und der Klassiker, wahrscheinlich für die meisten von uns, sind irgendwelche Riegel. Der Vorteil, einzeln verpackt, praktisch, super außen am Rucksack zu befestigen. Man muss nicht groß mittags im Rucksack rumkruscheln. Man kann die auch in die Hosentasche stecken, wenn man mal einen Gipfel besteigen möchte und unterwegs noch einen Riegel braucht, um ein bisschen Energie zu haben. Und den Rucksack lässt man einfach unten liegen. Nochmal, wir machen hier Wildnis-Trekking. Da kannst du deine Ausrüstung mitten im Nirgendwo einfach irgendwo liegen lassen. Musst du nur merken, wo. Problem ist höchstens, dass du sie nicht wiederfindest. Geklaut? Unwahrscheinlich. Ja. Unwahrscheinlich bis inzwischen ist es mal vorgekommen, weil das langsam zur Trendsportart avanciert. Also als ich damit angefangen habe, konntest du dir 100% sicher sein, dass dein Zeug noch da ist, wenn du wiederkommst. Naja, aber ich würde es inzwischen immer noch riskieren wollen. Ich würde es halt nicht mehr auf den Stein legen, sondern hinter den Stein. Egal. Jedenfalls der klassische Energieriegel ist natürlich nach wie vor eine gute Idee. Gerade da es neuerdings Eiweißriegel gibt, auch in jeder Ecke, in jedem Supermarkt, was weiß ich, das, keine Ahnung, ob der hier schmeckt. Ich habe einfach irgendeinen rausgegriffen. Da gibt es so viele verschiedene. Ich mag eigentlich die mit Joghurt gerne, aber die sind immer eine gute Idee. Der hier zum Beispiel, der wiegt jetzt. Wo steht's denn? Also der hier hätte pro 100 Gramm 337 Kalorien. Das ist gar nicht so gut. Da müsste man sich also noch einen energiereicheren Riegel suchen. Der wäre eigentlich nicht trekkingtauglich. Aber wir haben ja gesagt, Nahrungsmittel unter 400 Kalorien pro 100 Gramm sind zulässig, wenn sie dafür wenigstens irgendwas anderes Tolles können. Und in diesem Fall kann der Protein. Der hat nämlich pro 100 Gramm 26 Gramm Protein und ein so ein Riegel von 40 Gramm hat immerhin 11 Kalorien. Wenn du jetzt also sagst, fürs Mittagessen, jetzt hast du dir so einen Proteinmilchreis zum Frühstück gemacht und jetzt nimmst du fürs Mittagessen noch drei so Riegel mit und zack, hast du deinen Tagesbedarf an Protein erfüllt. Ja? Und da war noch gar kein Abendessen dabei, wo auch ein bisschen Protein zumindest drin sein dürfte. Und damit sind Eiweißriegel die zweite tolle Erfindung der letzten Jahre, die, also das gab es ja auch schon vorher, aber die es jetzt bis zu mir und in mein Repertoire geschafft hat und inzwischen wirklich überall zu kriegen ist, die einem das Leben doch erheblich erleichtern könnten. Wenn man jetzt nicht jeden Tag Schokoriegel in Anführungszeichen, mehr oder weniger sind das ja alle Schokoriegel, Schokokaramell, Schokoerdnussbutter, was weiß ich, aber Schokolade ist eigentlich fast immer dabei und das ist immer was Süßes. Wenn man das nicht möchte, dann kann man überlegen, ob man sich selbstständig irgendwas zusammenbastelt, was dann quasi so eine Art Müsli-Riegel ist, nur dass es halt eben kein Müsli, sondern herzhaftes Zeug ist. Man kann sich also zum Beispiel einen Linsenriegel irgendwie zusammenbauen oder irgendwelche Linsenchips mitnehmen oder sonstiges Zeug, was also auch einfach ein bisschen Eiweiß hat. Theoretisch, ne? Oder man verzichtet halt beim Mittagssnack auf die Eiweißkomponente und guckt, dass man Eiweiß wirklich in Form von Frühstück, das ist sowieso sinnvoll, oder halt eben dann in Form von Abendessen konsumiert und beim Mittagssnack einem jetzt wirklich nur auf die Kalorien ankommt. In jedem Fall sollte der Mittagssnack auch ein gewisses Maß an Zucker beinhalten, einfach damit man den Blutzuckerspiegel wieder hochbekommt. Ja, Zucker, Kohlenhydrate, das ist nicht unbedingt beides dasselbe. Grob kann man jetzt mal etwas zusammenfassen, wer sich jetzt mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat. Im Grunde ist Zucker immer ein Glukosemolekül, C6H12O6, und die kannst du miteinander verknüpfen und eine lange Kette aus Glukosemolekülen bauen. Und je nachdem, wie die miteinander verknüpft sind, gibt das dann entweder einen Zucker oder halt eben Stärke. Oder Zellulose tatsächlich. Zellulose ist ja das Zeug, was Pflanzen bilden. Und je nachdem, wie die verknüpft sind, können sie entweder gar nicht oder eben schnell oder langsam von uns verdaut werden, die einzelnen Glukosemoleküle, ne? Und
Theoretisch kommt auch noch Fructose in Frage. Fructose ist im Prinzip dasselbe wie Glucose und hat jetzt physiologisch gesehen auch wenig Auswirkungen, aber nur der Vollständigkeit halber. So, wie gesagt, je nachdem, wie die verknüpft sind, werden sie langsam oder eben schnell abgebaut bei uns im Körper und geben dann langsam oder eben schnell die Glucosemoleküle frei. Und Glucose als solches liefert halt sehr schnell Energie, vor allen Dingen für die Muskulatur und fürs Hirn. Das ist zum Teil inzwischen ein wenig umstritten, aber grob gilt es schon immer noch, dass es eine Möglichkeit ist, nicht die einzige, gerade bei Sport oder bei sonstiger Belastung schnell den Energiestoffwechsel wieder hochzufahren. Und wenn man müde ist, kann ein wenig Zucker, jetzt auch nicht unendlich viel, dann wird man auch noch mal müder, aber ein wenig Zucker in einer gewissen regelmäßigen Zufuhr durchaus dazu beitragen, dass man sich dann wieder ein bisschen fitter fühlt und man besser vorwärts kommt. Bedeutet also für Mittagssnack oder Mittagssnacks, also Plural, ist ein bisschen Zucker durchaus etwas, was die meisten Menschen wieder auf Vordermann bringt, indem eben der Blutzuckerspiegel wieder ein wenig ansteigt und man dann wieder besser weiterlaufen kann. Aber jetzt ist halt eben die Frage, erreicht man das durch eine allmähliche Verdauung von Glucose, indem man eben ein sich langsam verdauendes Kohlenhydrat zum Beispiel zum Frühstück oder zum Mittagessen gegessen hat? Oder erreicht man das, indem man unterwegs häufiger mal tatsächlich einfach wirklich was Zuckerhaltiges, Bonbon, keine Ahnung, Schokolade, sowas in die Richtung konsumiert, wo einfach normaler Haushaltszucker, Saccharose drin ist oder direkt Glucose, direkt Fructose. Das wäre zum Beispiel bei Traubenzucker, sowas wie Dextro Energy, der Fall, dass beide Wege führen gerade auf Touren zum Ziel und da sollte man einfach für sich selber mal ausprobieren, was einem denn persönlich eher liegt. Ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich habe aber auch eher selten Probleme, dass ich jetzt das Gefühl habe, dringend Zucker in Form von, also Energie direkt zu brauchen. Das muss man einfach für sich selber rausfinden, was man denn da haben möchte, ne? Und grundsätzlich ist der Kohlenhydratanteil, der hinten auf so einer Verpackung draufsteht, im Grunde immer die Menge an dem, was letzten Endes zu Zucker verstoffwechselt wird bei uns im Magen, im Darm. Das ist aber genau das gleiche bei Fett. Fett wird irgendwann auch letzten Endes zu Glucose abgebaut. Lediglich bei den Proteinen, die werden teilweise gar nicht vollständig verstoffwechselt, sondern die Bausteine davon tatsächlich irgendwo eingebaut. Also Protein ist anders als Fett und Kohlenhydrate. Gleichzeitig auch Baustoff und Energielieferant, je nachdem, was der Körper gerade braucht. Darum nimmt das so ein bisschen eine Sonderstellung ein. Ist auch schwieriger zu verdauen, verbraucht im Übrigen bei der Verdauung auch Wasser, mehr oder weniger anders als Fett und Kohlenhydrate, die man mehr oder weniger ohne Wasserverlust verdauen kann. Das heißt, wenn man viel proteinreich futtert, sollte man auch genügend trinken. Das wäre an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz anzumerken. Ja, aber das nur mal einmal kurz. Ganz grob zum Zuckerstoffwechsel. Das kann natürlich ein Ernährungswissenschaftler, eine Ernährungswissenschaftlerin deutlich besser erklären als ich. Reicht an der Stelle, denke ich, und ist so auf jeden Fall nicht falsch. Einfach mal ein bisschen mit dem eigenen Körper selber experimentieren. Das ist so die zentrale Botschaft, die ich da nur rüberbringen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall sicherlich keine schlechte Idee. Alternative Snacks, eben unabhängig von Riegeln, können auch ein bisschen was zu knabbern sein. Wer mag, kann da zum Beispiel Knickknacks mitnehmen oder irgendein Derivat. Also um Erdnüsse im Teigmantel heißen die, glaube ich. Ne? Die sind also einfach dadurch, dass es eine Erdnuss ist, sowieso sehr kalorienhaltig und dann ist der Teigmantel, besteht größtenteils aus Fett, nochmal sehr kalorienhaltig. Da kommt es darauf 600 Kalorien pro 100 Gramm. Tolle Sache für Trekkingtouren. Leider mag ich die zu gern und fress die zu schnell auf. Da habe ich nicht die Disziplin, dass die dann über die gesamte Tour halten. Weshalb ich gerne sowas dabei habe. Ja. Schlicht und ergreifend die guten alten Backerbsen. Oma kannte sie auch schon. Die sind nämlich auch bei 600 Kalorien pro 100 Gramm. Naja, nicht ganz. Also es gibt, ich meine, ich hätte mal welche gesehen, die bei 600 waren, aber 514 hier in diesem Fall. Und Backerbsen finde ich lecker, aber nicht so lecker, dass ich Gefahr laufe, sofort alle aufzufressen. Daher für mich persönlich ist das eine tolle Sache. Außerdem sind sie natürlich eine Suppenbeilage und können auch als Suppeneinlage verwendet werden, weil wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, eine gemütliche Trekkingtour zu machen, wo man gedenkt, mittags sich wirklich Zeit zu lassen
und mal ein bisschen länger zu sitzen und von mir aus 2 Stunden Mittagspause an irgendeinem wunderschönen Flecken der Welt zu verbringen. Dann kann man auch überlegen, ob man sich für die Mittagspause, wo hat das hingestellt, mal ein kleines Tütensüppchen machen mag. Das ist insbesondere dann ein Thema, wenn man eben einen sehr effizienten Kocher hat oder eine Möglichkeit, Feuerchen zu machen oder sonst wie. Aber solche kleinen Tütensuppen, in jedem Fall solche Tassensuppen, würde ich sagen, gehören in jede Trekking-Futterplanung mit rein, sofern man dann irgendwas mit Suppen anfangen kann. Ich persönlich mag Suppen sehr. Die haben quasi keine Kalorien. Das ist wirklich zu vernachlässigen. Ein Beutel hat 65 Kalorien hier in dem Fall. Ja, ein Beutel wiegt auch nur ein paar Gramm zugegeben, aber das macht dich nicht wirklich satt. Das ist mehr was für die Psyche. Suppen, gerade auch größere Suppen, so eine Suppe zum Beispiel, ne, nur einfach irgendwas gegriffen. Das kann man dann auch sehr gut verwenden, wenn man alle paar Tage mal einen Pausetag einlegt. Bei mir war es immer so, dass ich gerne alle 5 bis 6 Tage Tour gerne einen Tag Pause mache. Also wirklich mitten im Nirgendwo, nicht an dem Hotel oder sowas in die Richtung, sondern im Nirgendwo, wo man auch mal Zeit hat, sich dann zum Beispiel Klamotten zu waschen, Unterwäsche, T-Shirt, Hut, sich selber zu waschen, hat man vielleicht auch nicht Bock drauf, wenn man da einen Wandertag hinter sich hat. Da muss man die Energie erstmal aufbringen, dann da noch großartig planschen zu gehen. Und da sind Ruhetage super für geeignet. Der Körper kann sich ein bisschen regenerieren. Und das Dumme ist nur, da hat man jetzt auf einmal Zeit. Und wenn man Zeit hat, dann kommt der Hunger. Und dann möchte man gerne für den Ruhetag vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr was essen und ein bisschen luxuriöser was essen. So, und da kommt jetzt die Tütensuppe ins Spiel. Weil die wiegt halt nichts, stellt relativ viel Nahrung, wenn auch nur flüssig und das meiste ist Brühe, her. Aber es fühlt sich halt doch so an, als hätte man jetzt am Ruhetag besonders viel gegessen, wenn man sich zum Mittag zusätzlich zu seiner normalen Mittagsverpflegung eben noch so eine Tütensuppe zubereitet. Ja? Und an normalen Mittagen, wenn man beim Wandern ist, dann kann man halt eben über so eine Eintassensuppe nachdenken, beziehungsweise 150 Milliliter, das ist ja nicht mal eine Tasse, das ist eine sehr kleine Tasse. Insbesondere wenn das Wetter schlecht ist, man aber trotzdem eine Stelle findet, wo man sich halt mal ein bisschen unterstellen kann. Das ist jetzt je nachdem, wo man unterwegs ist, quasi kommt das gar nicht vor. Beispielsweise auf Grönland kannst du bestenfalls dich unterm Stein verkriechen. Das ist aber auch nicht besonders gemütlich. Woanders findet man vielleicht einen besonders dichten Baum, unter dem man einigermaßen geschützt sich verstecken kann. Irgendein Gebüschlein, wo man sich einigermaßen verstecken kann. Oder es ist einfach gutes Wetter, aber trotzdem saukalt. Und dann möchte man mittags gerne was Warmes haben, einfach weil es wohltuend ist. Und dann kann man auch wieder auf solche einfachen Beutelsuppen zurückgreifen. Ich kann euch da den Inhalt mal spaßeshalber zeigen. So die einzelnen Beutelchen, die sind wirklich nicht groß. Schaut so aus, ist sehr, sehr flach und also ganz klein verpackbar. Ja. Ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Beutel. Es werden sich jetzt bestimmt schon einige Leute aufgeregt haben. So viel Verpackung. Selbstverständlich lassen wir alles, was nicht notwendigerweise unbedingt mitgenommen werden muss, an Verpackung zu Hause. Und produzieren während einer Trekkingtour trotzdem einen Bruchteil von dem Müll, das eine ganz normal daheim im Alltag inklusive Berufsleben lebende Person an Müll produziert. Weil du darfst bei der Müllproduktion pro Kopf nicht vergessen, dass du auch irgendeinen Job hast. Und je nachdem, was das ist, produziert der halt eben auch noch massiv Müll. Ja? Und das alles findet während einer Trekkingtour nie statt. Du hast also wirklich bloß ein paar kleine Tütchen, 2 bis 3 Tütchen pro Tag, die du an Müll produzierst. Das gibt ein winziges Müllbündel nach 12 Tagen, irgendwie so ein Müllbündelchen für 2 Personen. Ja, sowas haben wir dann zumindest in Grönland weggeschmissen. Und das war's. Normalerweise haben wir daheim in 2 Wochen doch ein bisschen mehr Müll als sowas. Zumal wir nicht wastefrei oder sonst wie leben. Natürlich versucht man Müll zu reduzieren, wo es irgendwie möglich ist. Aber eine Trekkingtour ist da definitiv die falsche Gelegenheit, um noch weniger Müll zu produzieren als dieses ganz
kleine bisschen, was dabei rumkommt. Ne? Also das ist wieder Gemecker an der völlig falschen Stelle. Das ist wie Windkraftanlagen abschaffen, um Vögel zu retten, wobei das Tausendfache an Vögeln von Fensterscheiben gekillt wird. Statt einfach ein paar Streifen an die Fensterscheiben zu kleben, müssen wir unbedingt Windkraftanlagen abschaffen. Das ist einfach dann Gemecker an der falschen Stelle. Man darf ja gegen Windkraft sein. Aber wegen den Vögeln ist ein blödes Argument. Wenn du Vögel retten willst, klebst du Streifen auf Fensterscheiben. Das ist 10.000 Mal so effizient, wie eine Windkraftanlage abzuschaffen. Also wenn es dir wirklich um die Vögel geht und nicht einfach nur darum, dass du Windkraftanlagen nicht magst, beispielsweise. Ja. So, ja, dann bietet sich auch immer für die Mittagsverpflegung noch irgendwelches Trockenobst an. Kann man natürlich selber dörren im Dörrautomat, macht meine Frau dann üblicherweise. Das hier sind frittierte, gesüßte Bananenchips aromatisiert. Haben halt den Vorteil, dass die halt erheblich mehr Kalorien als eine echte Banane, also ohne Zucker und so weiter und so fort haben. Daher würde es sich anbieten, wenn man das mit seinem Gewissen und mit seinem Gaumen vereinen kann, eher sowas mitzunehmen als wirklich einfach nur Trockenobst. Ne? Weil das ist Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis eher bescheiden. Eigentlich so schlecht, dass man es eigentlich nicht mitnehmen sollte. Es sei denn, man findet es halt so lecker, dass es dann für die Psyche wieder ein Thema ist. Das gilt generell, das ist die zweite Ausnahme von unserem nach Möglichkeit 500 Kalorien plus pro 100 Gramm Grundsatz. Wenn ihr was mitnehmt, was ihr so lecker findet, dass es euch in einem Moment der, ach, es ist gerade irgendwie doof, Situation, ja, aus dieser Situation wieder herausreißen kann. Für mich ist das Beef Jerky. Ja, Beef Jerky esse ich super, super gerne, ist natürlich auch sauteuer, also die hochwertigeren Varianten davon. Und wenn es 3 Tage regnet oder sowas und man ist dann wirklich irgendwo mal nass und man hat keinen Bock mehr und es könnte jetzt mal aufhören zu regnen, dann isst man was von seiner Motivationsnahrung und das kann. Ja, wenn man jetzt eben nicht Beef Jerky super toll findet, kann das selbstverständlich auch getrocknete Apfelringe oder was auch immer sein, wenn es dann eben nicht so auf den Kaloriengehalt ankommt. Bei Beef Jerky kann ich mich damit rausreden, dass das immerhin noch einen saumäßig hohen Eiweißgehalt hat, wenn auch die Kalorien wirklich nicht beeindruckend sind. Ja, aber diese frittierten Eiweißchips sind einfach durch die Quatsch, Eiweißchips sage ich schon. Bananenchips sind natürlich durch die Tatsache, dass sie frittiert sind, reich an Kalorien und haben 514 pro 100 Gramm ist also 1A Trekkingfutter. Generell reicht mir mittags so ein Gesnacke. Meine Frau hat mich allerdings auf den Trichter gebracht, dass man auch mittags sehr viel Spaß hat, wenn man dann irgendwann nach Tag 10 einer Tour mal ein ganz normales Brot essen kann. So, jetzt kannst du ein Laibbrot schlecht transportieren. Achtung, ihr steht drauf. Sowas hier. Ich muss euch nachher wieder draufstellen, sonst sieht das hier noch komischer aus. Das kann man schon transportieren, ne? Und solche Brote, von mir aus nimmt man da auch zwei mit, je nachdem, wie viele Personen man halt jeweils isst. Wenn man die aufmacht, halten die sich unter Trekking-Tour-Bedingungen eigentlich schon so 5 bis 6 Tage frisch. Und da das so 5 bis 6 Scheiben im Wesentlichen sind, passt das, ne? Ich würde davon nicht zu viel mitnehmen, weil auch das ist wieder etwas, was man für die Psyche mitnimmt, nicht aus Effizienzgründen, denn das hat gerade mal 177 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist also eigentlich Schrott, beziehungsweise super zum Abnehmen, aber eben nicht als Trekkingfutter. Stelle ich euch wieder drauf, weil es hat genau die richtige Größe. Na, so. Und es steht hier irgendwie anders als letztes Mal. Ist egal, geht auch so. Ja, und kann man machen. Da muss man natürlich jetzt noch irgendwas aufs Brot draufschmieren, was dann entsprechend dann doch nochmal ein paar Kalorien hat, damit man satt wird. Da bietet sich an, fettige Wurst, insbesondere eine schön fetthaltige Salami, da einfach draufzulegen. Ein Speck, der auch entsprechend viel Fett enthält. Nicht ein Schinken, sondern ein Speck. Nicht fettarm, sondern fettreich. Oder sogenannte Bremsklötze, Käse in so Ecken, die in Form von so Kuchenstücken quasi eckig, unten rund, da hinten rund und dann drei nach in so einem Rad angeordnet sind. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe diesmal keinen da.
wir essen die auf Tour ständig und deswegen brauchen wir sie im normalen Leben nicht kaufen. Drum habe ich jetzt nicht extra welche gekauft. Ja, aber das wäre auch noch ein beliebter Brotaufstrich, der sich auf Tour sehr, sehr gut relativieren lässt. Meistens haben Frau und ich eine große Salami dabei, also wirklich eine große Salami, eben zu zweit, weil es lecker ist, weil es Fleisch ist. Thema Fleisch ist nämlich durchaus so ein Punkt. Man kann eine große Salami mitnehmen und hoffen, dass die einem eine Zeit lang hält. Also einfach vom Verderblichkeit der Lebensmittel her, ne? Haken, beziehungsweise das funktioniert gut auf Grönland, das funktioniert gar nicht gut in Spanien beispielsweise, ne, wenn es eine Sommertour sein soll und woanders, wo es warm ist, natürlich auch nicht. Das muss man dann berücksichtigen und gerade in richtig warmen Ecken ist Fleisch mitnehmen tatsächlich sehr, sehr schwierig. Was wir gerne mal als Ergänzung zum Abendessen, damit man da ein bisschen was Fleischiges drin hat, dabei haben, ist auch wieder was, was man nicht wirklich schleppen sollte, nämlich irgendwelche kleinen Döslein mit Fleischbällchen als Suppenbeilage. Ich habe jetzt keinen gekauft, aber da gibt es Fleischbällchen eben als Suppenbeilage und die sind vergleichsweise einfach mitzunehmen und weil die halt ungekühlt in ihrer Dose lange haltbar sind, geht das. Aber Gewichts-zu-Kalorien-Verhältnis ist da nicht gut. Das ist einfach damit man mal ein bisschen was Fleischiges in seinem Essen drin hat. Und die werden wir dann nicht als Suppenbeilage verwenden, sondern quasi als Bolognese, also als Rind in der Bolognese sozusagen, damit es so eine Art von Bolognese-Soße gibt. Alternativ finde ich auch sehr schön auf Tour als Fleischbeilage solche Klößchen, das sind Markklößchen, die enthalten zwar nur einen geringen Prozentsatz Knochenmark, aber das ist quasi Fleisch. Also zumindest für mich schmeckt das so. Und mental habe ich das Gefühl, ich würde was Fleischiges essen, wenn ich solche Klößchen dabei habe. Das sind immer 100 Gramm Packen, die sind ungekühlt haltbar. In fast jedem Klima, wenn es super heiß wird, müsste man sie halt innerhalb von 14 Tagen verbrauchen, was weiß ich. Aber solange die noch zu sind, halten die wirklich sehr, sehr lange. Und die haben zwar auch nur 265 Kilokalorien, aber für einen Fleischersatz sozusagen ist das ganz okay. Eiweißanteil auch nur 6,9 Gramm. Es ist halt wirklich ein Wohlfühlessen, ne? Bei vielen Fleischprodukten ist das so, außer wie gesagt eben Beef Jerky, das zwar auch miserable Kalorienwerte hat, aber dafür wenigstens ordentlich zum Eiweißhaushalt beiträgt. Ja, das sind so die Dinge snackerischer Art, die ich persönlich so empfehlen kann. So, ich habe noch was vergessen, nämlich in der Mittagsabteilung sozusagen, was ich immer noch mitschleife auf Tour, insbesondere diesen Block, den hatte ich schon, was weiß ich, wie oft mitgetragen und noch nie gebraucht, und das ist auch gut so, sind solche Komprimatnahrung. Das ist im Prinzip Weizen in zusammengepresster Form mit Pflanzenfett und Zucker. Und ja, das ist es im Grunde, ne? Teilweise sind sie noch ein kleines bisschen Eiweiß angereichert. Schmecken wie eingeschlafene Füße für die meisten Leute. Ich persönlich finde sie ganz lecker, weil ich halt seltsam bin. Und das Schöne ist, als Notnotration, wenn man ansonsten weitgehend seine Nahrung, mit Ausnahme vom Frühstücksmüsli und vom Mittagessen, darauf ausgelegt hat, dass man sie kochen muss, jetzt einem aber zum Beispiel der Kocher alle geht, also der Brennstoff zum Beispiel alle geht, weil man sich da völlig verkalkuliert hat, der Kocher ist kaputt. Man hat keinen Brennstoff gefunden, wo man ursprünglich vorhatte, welchen nachzufüllen. Oder es ist ein super krasser Sturm und man kann nichts kochen. Was weiß ich. Dann habe ich gerne als Snackfraktion zusätzlich, als Sonderration sozusagen, ein bisschen was von diesen Dingern dabei, weil die isst man nicht aus Versehen auf, dafür sind sie nicht lecker genug. Die psychische Widerstandsfähigkeit bei einer langen Tour, wo man hat auch Hunger zwischendurch. Der Körper gewöhnt sich zwar daran, dass man zu wenig zu essen kriegt, aber so einen gewissen Kohldampf hast du trotzdem und irgendwann fängst du an, von Essen zu fantasieren. Zumindest geht es mir so. Und wenn ich dann weiß, ich habe eine Extraration oder zwei Extrarationen dabei, und könnte die verbrauchen, ohne gleich verhungern zu müssen. Und wir sind ja für Notfälle gedacht. Und dann redet man sich ein, es ist ja jetzt gerade ein Notfall. Wenn ich dann aber weiß, dass meine Extraration hier draus besteht, dann möchte ich mir vielleicht doch keinen Notfall herbeireden. Ja?
Und drum habe ich die nach wie vor immer noch im Repertoire und nehme da ein bisschen was von zusätzlich eben auf die reguläre Futterplanung drauf noch mit. Und das kann ich generell empfehlen, dass man sich bei seiner Tourenplanung der Futtermenge einfach noch zumindest für einen Tag noch eine Extraration mitnimmt. Die kann man dann kurz vor Ende der Tour auch aufessen, weil man bestimmt irgendwann mal richtig Hunger haben wird und man weiß, jetzt schaffe ich es in jedem Fall zurück ins Dorf oder wohin auch immer. Und ja, aber einfach damit man, falls man noch einen Tag länger brauchen sollte, oder man trifft einen verunglückten Mitwanderer und kann dem was abgeben oder irgendwie so. Ich finde, das ist es dann schon noch, das ist schon noch drin, dass man noch eine Extra-Ration eben im Rucksack mit sich herumträgt. Und meiner Meinung nach bieten sich diese Teile da für solche Zwecke dann tatsächlich an. Ja, geschmacklich, wie gesagt, eingeschlafene Füße, aber kann man machen. Ja, Abendessen. Es ist entweder ein Frühstück oder ein Abendessen, finde ich, ist wieder das klassische Ei-Pulver. Man kann das natürlich auch super toll zu irgendwelchen anderen Mahlzeiten ergänzend verwenden. Wenn man sich zum Beispiel ein Tomatenpüree macht, da bietet sich übrigens an, eins zu nehmen, in dem die Milch schon drin ist. Ich kenne da in Deutschland nur das hier von Fanny. Ansonsten kann man ja viele Tomatenpüs auch in günstig von jedem beliebigen Discounter kriegen. Die sind auch in Ordnung. Ich kann da wenig geschmacklichen Unterschied feststellen. Es ist geflockte Kartoffel. Und fertig. Ja, viel ist da also normalerweise nichts anderes noch drin. Und ja, in diesem Fall hätten wir hier halt eben zusätzlich zu den Kartoffeln, die drin sind, noch Palmöl, Magermilchpulver, Speisesalz, Glukosesirup, Emulgator, Mono und Dihy, bla 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 und noch ein bisschen was. Ne? Aber das Nette ist, die Milch ist halt schon drin. Das macht es einfach praktischer. Der Anteil an Milch in diesem Komplett-Kartoffelbrei ist relativ gering. Da wäre man, wenn man einen normalen Kartoffelbreipulver, in dem die Milch noch nicht dabei ist, und dann sich mit Milchpulver sozusagen die Milch macht, die man dann noch hinzufügen muss, wäre man bei einem deutlich höheren Milchanteil, kriegt man insgesamt also mehr Eiweiß in seinen Kartoffelbrei, als es hier bei diesem Zeug der Fall ist. Das hat nämlich gerade mal einen Eiweißgehalt von 3 Gramm pro Portion. Und eine Tüte soll 3 Portionen sein. Das heißt, das sind dann 9 Gramm. So eine Tüte, wie hier drin sind, da sind 3 Tüten drin. Ich muss es jetzt nicht groß aufmachen. Würde sagen, die reicht schon für 2 Personen, aber da sind es 2 nicht besonders glückliche Personen. Einzeln alleine kriegt man so eine Tüte auch aufgegessen. Aber wenn man sie Discounter-Kartoffelpreis kauft, da sind die einzelnen Tüten, also eine Tüte hat 94,5 Gramm. Da sind die einzelnen Tüten deutlich größer und das schafft man dann leider nicht. Dafür sind sie dann für 2 durchaus ausreichend. Ne? Einfach nur, damit wir dann über die Portionsgrößen mal ein bisschen geredet haben. Durchschnittsmenschen auch wieder mal jeweils. Ne? Beziehungsweise die Trekking-Version meiner selbst, die so viel isst wie ein normaler Mensch sonst daheim, vermutlich. ich esse einfach gerne auch große Portionen. Ich esse auch definitiv zu viel. Ne? Keine Frage. Muss mich dann immer versuchen, einigermaßen so viel zu bewegen, dass es nicht völlig ausartet. Ja. Aber hierzu passt halt wunderbar Ei. Wenn man sich das Ei, falls man jetzt ein Kochgefäß hat, in dem man auch braten kann, insbesondere ein beschichteter Topf bietet sich da an, eine extra Pfanne mit Schleifen, nee, das machen wir nicht, ne? Aber wenn man einen beschichteten Topf hat, dann kann man hier drin auch eine Form von Rührei, in dem beschichteten Topf eine Form von Rührei oder Ähnlichem zubereiten und das schmeckt super zu Kartoffelbrei, finde ich zumindest. Ja. Das ist schon ein Gericht, theoretisch, ja. Den Kartoffelbrei noch ergänzend, damit er noch ein bisschen besser schmeckt. Und dafür sollte man auch immer dabei haben, zum Beispiel sowas hier. Ne? Gefriergetrocknetes Suppengrün gibt es auch wieder bei Kaufland. Ich glaube, Aldi hat was Ähnliches. Da ist aber die Zusammensetzung mit Paprika und ich mag ja keine Paprika, wie wir schon gehört haben. Hier ist da hingegen drin Karotte, Lauch, Zwiebel. Petersilie, Knollensellerie und Petersilienwurzel und ein ganz kleines bisschen Liebstöckel. Auf Sellerie und Petersilienwurzel könnte ich ja verzichten, aber die sind auch nicht so anteilig, so hoch da drin, dass man jetzt deswegen die Krise kriegen müsste. Ist die billigste und einfachste Methode, an getrocknetes Gemüse ranzukommen. Das kann man natürlich nicht im Glas mitnehmen, selbstverständlich nicht. Das überfüllt man sich in irgendwelche Tütchen. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie beispielsweise und ganz normalen Plastik-Ziplock-Beutel oder irgendwie sowas in die Richtung. Und gerade sowas alternativ
Zwiebel gibt es auch so, ne? Also einfach nur Zwiebel, gibt es zum Beispiel bei Edeka, auch bei Kaufland meine ich. Und das sind alles tolle Ergänzungen, wirklich tolle Ergänzungen für Kartoffelbrei. Und damit ist Kartoffelbrei vielleicht der Klassiker schlechthin, solcher Instant-Tütenkartoffelbrei für die Basis eines Trekking-Abendessens. Ja? Vor allen Dingen sehr günstiges und mengenmäßig viel Abendessen. Das ist das Tolle, ne? Also so ein Kartoffelbrei wird recht schnell recht viel Nahrung. Klar hat er nicht viel Kalorien pro Biss, aber dafür sind es viele, viele Bissen. Und ja, man muss grob sagen, wirklich, wirklich an die 400 Kilokalorien pro 100 Gramm kommt der pur nicht ran. Das schafft kein Kartoffelbrei. Deswegen wäre es dann halt nochmal gut, wenn man den entweder zum Beispiel noch ein kleines bisschen Öl reingibt. Ne? Normalerweise soll man ja auch einen Flocken Butter dazu tun, steht häufig in der Gebrauchsanweisung von den Dingern. Ja, ich habe da ein bisschen Erfahrung mit inzwischen. Ja, ich gebe es ja zu. Da wir einen Schlocken Butter nicht haben und ein Stück Margarine auch nicht, sondern wenn überhaupt dann nur Öl, kann man sich super in zum Beispiel Reagenzgläschen oder anderem Laborzubehör abfüllen zum Mitnehmen oder man in sein kleines Plastikfläschlein geht natürlich auch. Das wäre eine Möglichkeit, um die kalorienmäßig den Kartoffelbrei auf das Niveau zu bringen, was wir haben wollen. Variante Nummer zwei, die erheblich leckerer ist, gerade bei Kartoffelbrei-Produkten, sind tada! Solche Röstzwiebeln hier vom Discounter eurer Wahl, die schmecken lecker, duftet schon. Das sind quasi frittierte und panierte Röstzwiebeln sozusagen. Die schmecken wirklich lecker. Na gut, Geschmack, wie gesagt, kann man sich streiten. Ich finde die persönlich sehr fein und davon kann man eine Menge in den Kartoffelbrei reinschmeißen. Und da die fast 600 Kalorien, ja, 590 Kilokalorien pro 100 Gramm haben, werten sie dann auch unseren 350, bestenfalls, Kalorien pro 100 Gramm Kartoffelbrei erheblich auf und dann geht's. So, ne? Also, Grundzutat Nummer 1 und ein super häufig verwendetes und total vielfältiges Trekkingessen, Tüten Kartoffelbrei mit Trockengemüse, Röstzwiebeln, sonstigen Zwiebeln etc. pp. Und was du da sonst noch alles reinschmeißen möchtest. Wer ab experimentierfreudig ist, kann auch ein paar etwas herber schmeckende Wildbeeren da theoretisch reinschmeißen und sich einen Beeren-Kartoffelbrei machen. Das klingt jetzt erstmal seltsam, ist es auch. Ich habe auch schon Leute getroffen, die das gegessen haben und das lecker fanden. Ich gehöre allerdings nicht dazu. Aber das ist, ja, Geschmack, wie gesagt, individueller geht es kaum. Wir brauchen Platz. Zum Kartoffelbrei. Abgesehen davon, dass das jetzt ein angereicherter Kartoffelbrei mit allem Möglichen ist, neben den Eiern auch sehr gut geeignet, seit es das Zeug gibt hier, veganen oder vegetarischen, ich weiß gar nicht, ist der jetzt vegan oder vegetarisch? Ne, vegan, veganes Hack. Sowas in die Richtung. Ich habe früher Soja kleingeschnetzeltes mitgenommen. Das kann man auch nach wie vor machen. Allerdings hat das Zeug hier den Vorteil, dass es schon nach was schmeckt. Während Sojaschnitzel oder Schnetzel oder Kleinteilchen ja erstmal nach nichts bzw. nur nach Soja schmecken und sind damit geschmacklich relativ langweilig, meiner Meinung nach. Die muss man dann recht marinieren, einweichen in Gemüsebrühe und so weiter. Kannst du draußen alles nicht wirklich machen. Dann kannst du sie bloß im Wasser einweichen und dann halt einfach mit dem normalen Sojageschmack leben. Schmeckt im Kartoffelbrei auch gut, insbesondere unter Naturbedingungen. Draußen schmeckt eh alles besser, das darf man auch nicht vergessen. Aber dieses Zeug hier, das hat halt gleich schon diverse Gewürze und so weiter und so fort mit drin und ist eigentlich ganz lecker. Also zum Beispiel das da. Da gibt es auch verschiedenste Hersteller. Ich weiß nicht, ob die alle schmecken. Ich habe jetzt mal drei durchprobiert inzwischen. Und es suggeriert einem zumindest, man hätte mal wieder Fleisch. Man fällt nicht komplett drauf rein, das funktioniert nicht. Dafür müsste es dir schon irgendjemand anders anbieten und dir erzählen, es sei Fleisch und du glaubst dem halt, weil du glaubwürdig bist, leichtgläubig bist. Aber naja, der Nachteil, das Zeug muss eine Weile quellen, zwar nur im kalten Wasser. Das ist also so gesehen nicht schlimm, kaltes Wasser haben wir genug draußen. Aber man braucht irgendein Gefäß, in dem man es quellen lassen kann. Also ganz ohne Schüssel und so weiter und so fort wird das auch wieder schwierig. Und das musst du dann braten. Und auch da kommt dann wieder ein nach Möglichkeit beschichteter Topf zum Einsatz. Thema beschichteter Topf ist ohnehin so eine Sache. Das beste Kochgefäß draußen ist meiner Meinung nach nicht der übliche Titanbecher. Ja, der ist leicht. Und wenn du dir nur Gerichte machst, die einfach nur mit heißem Wasser auffüllen, erforderlich sind, machen, dann geht das. Ja,
das kann man tun. Aber solche leckeren Ergänzungen wie gebratenes Ei oder hier Soja-Bolognese beziehungsweise veganes Hack und solche Späße. Oder wenn du aus irgendwelchen Gründen mal ein echtes Fleisch rankommst, das musstest du sonst kochen, weil du kannst in einem Titanbecher nichts braten. Vergiss es. Das ist furchtbar. Das klappt, vielleicht klappt es ein, zwei Mal, aber es geht so oft schief und es macht so keinen Spaß, dass das einfach scheiße ist. Da würde ich immer die paar Gramm investieren und einen beschichteten Alutopf, also so einen Teflon-Alutopf oder halt Teflon-Derivat, wie das alles heißt, dieses Zeug mitnehmen. Das ist natürlich umweltschutztechnisch so ein Thema, weil man lässt ihn ja nicht draußen liegen, sondern man bringt ihn schön wieder mit nach Hause und entsorgt ihn hoffentlich fachgerecht, wenn er dann mal irgendwann zu entsorgen ist. Und während der Tour bitte kein Teflon abkratzen und in den Wald werfen, weil sonst liegt es da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ne? Darum ist das ein Stück weit ein Thema. Aber man kann da drin halt auch unter Outdoor-Bedingungen vernünftig was braten, wenn das ein ordentlich beschichteter Topf ist. Und dann kann man sich auch sowas hier problemlos zubereiten. Und das mit Kartoffelbrei, super, wirklich super. Ist draußen richtig lecker, gerade wenn man das nicht an Tag 1, sondern eher an Tag 8 oder an Tag 18 zubereitet, ne? Selbstverständlich spricht im Übrigen auch nichts gegen stinknormale Nudeln. Die sind zwar kalorientechnisch ein bisschen unter dem, was man normalerweise mitnehmen würde, aber hey, es sind Nudeln, jeder mag Nudeln, Nudeln sind toll. Wenn man aber was Nudeln dann doch insgesamt zu langweilig findet oder nicht nur Nudeln dabei haben möchte, dann finde ich persönlich auch super solche Trockentortellini hier, ne? Es gibt ja in der Kühltheke auch häufig noch Frischtortellini, die du mal nur irgendwie gefühlt eine Minute in heißes Wasser schmeißen musst und dann sind die fertig. Sind auch ganz okay. Die hier sind natürlich komplett getrocknet und müssen ganz normal wie normale Nudeln gekocht werden, haben dann aber doch innen drin irgendwas, was so suggeriert, das sei eine Füllung. Es ist auch irgendwie eine Füllung und angeblich ist die fleischhaltig. Der Fleischanteil ist irgendwie bei 0,8%. Aber ja, da ist irgendwie Fleisch drin und wenn man nicht zu lange drüber nachdenkt, dass es nur 0,8% sind, also vergiss das wieder hier und vergiss es, dann schmeckt das einem toll und man hat das Gefühl, mal wieder ein bisschen was Fleischiges zu essen. Ja. Und die brauchen trotzdem 14 Minuten Kochzeit, das ist vergleichsweise lang. Üblicherweise würde ich sagen, bei Nudelprodukten oder Teigwaren insgesamt nichts mitnehmen, was länger als 10 Minuten kochen muss. Jetzt müssen die natürlich nicht wirklich 14 Minuten kochen. Du kochst die vielleicht 7 Minuten, machst dann den Kocher aus und lässt sie ziehen und hoffst, dass sie so durchgehen. Wenn nicht, machst du den Kocher nochmal kurz an, kochst das Ganze nochmal auf, lässt es wieder weiterziehen. Zeit hast du genug, das ist scheißegal. Auch wenn du 45 Minuten brauchst, bis die durch sind, du musst nur möglichst wenig Brennstoff dabei verbrauchen. Ja? Also der Zeitfaktor spielt überhaupt keine Rolle, der Brennstoffverbrauch ist relevant. Das habe ich schon, haben mich auch ein paar Leute immer mal wieder nachgefragt, warum denn das wichtig ist, dass das in 3 Minuten fertig ist. Du hast doch Zeit draußen, das kommt doch nicht darauf an, ob das jetzt 330 Minuten sind. Nee, aber der Brennstoffverbrauch, wenn du es 3 Minuten kochen musst, wirklich unter Verwendung deines mitgebrachten Brennstoffs, dann ist das besser, als wenn du es 30 Minuten kochen musst, unter Verwendung deines mitgebrachten Brennstoffs draußen. Ne? So, ansonsten, ne, wie gesagt, scheißegal, kannst du 45 Minuten einweichen. Kannst du übrigens im Übrigen auch, das habe ich auch mal versucht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig geht aber, man kann auch ein Nudelprodukt im kalten Wasser einweichen und dann irgendwann später anfangen zu kochen, dann ist es auch schon leicht weich. Und ja, wird matschig, definitiv. Also von al dente keine Spur, aber man spart Brennstoff. Na, muss man halt wissen, wie man das haben möchte. Alternative Nudeln zu stinknormalen Nudeln sind Reisnudeln. Reisnudeln sind halt aus Reis und haben 353 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist für Nudelverhältnisse sehr weit oben dabei. Die hier zum Beispiel haben 337 Kilokalorien. Und da ist sogar noch was anderes drin als Nudel. Und daher sind Reisnudeln eigentlich schon sehr effizient und die schmeißt du auch nur ins heiße Wasser und musst sie ziehen lassen. Hier steht zwar, man soll sie ein bisschen kochen lassen, aber Quatsch, muss nicht. Ne? Wenn man das mag, wenn man die lecker findet, sind die eine echte Alternative. Und wenn man da eine gute Sorte kauft, ich glaube, das war mal im Angebot im Aldi, lasst mal gucken. Also es gibt welche, die enthalten wirklich quasi fast nichts anderes als. Oh, hoppla.
Glasnudeln, Entschuldigung, ich hab Reisnudeln gekauft. Reisnudeln gibt es ja auch. Nein, das sind Glasnudeln. Glasnudeln bestehen aus 40% Mungobohnenstärke, Erbsenstärke, Wasser und Maisstärke. Das ist auch nicht verkehrt. Nichts dran auszusetzen. Also wäre einfach mal eine Alternative, auch für geschmackliche Abwechslung bei langen Touren. Wer gerne viel Nudeln isst, wer Kartoffelbrei nicht mag und so weiter und so fort, dann sind Glasnudeln definitiv auch eine Lösung. Ja? Auch irgendein Söslein theoretisch dazu machen, das bekommen wir nachher noch. Sehr, sehr toll, gab es auch neulich im Aldi, sind die Dinger hier, das sind Mienudeln. Das ist quasi das, was man aus diesen Asia-Nudelpaketen mit einer Würzmischung kennt. Allerdings sind die nicht instant, die aus diesen Würzmischungsdingern sind meistens instant. Die hier müssen einen kleinen Moment kochen, aber auch wirklich nur einen kleinen Moment. Ich habe es mit den Nicht-Vollkorn, habe ich mal ausprobiert. Die Vollkorn sind noch zu, wie ihr sehen könnt. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, eine schnell kochende Vollkornnudel mit auf Tour zu nehmen. Und die bestehen tatsächlich nur aus Weizen, Vollkornmehl, Wasser, Salz, Ende. Ja, Ende der Zutatenliste. Also wenn wir uns nicht verarschen, diese Firma hier, dann stimmt das tatsächlich so. Und das wäre ja super, ne? Vollkorn ist ja bekanntermaßen gesünder und enthält vielleicht noch ein bisschen anderes Zeug, was dem Körper gut tut auf Tour, als nur das pure Weißmehl, das halt eben überhaupt nichts mehr von den interessanten Inhaltsstoffen des Weizens beinhaltet. Ne? Und ja, also wer es interessant findet, 4 bis 6 Minuten Kochzeit offiziell. Meiner Erfahrung nach, also zumindest mit den Nicht-Vollkorn-Dingern, einmal kurz aufkochen, zur Seite stellen, ziehen lassen, wird auch fertig. Hängt natürlich immer, das darf man nicht vergessen, von der Außentemperatur ab. Also die Idee, deine Nudeln zum Beispiel noch eine Zeit lang ziehen zu lassen, das funktioniert wunderbar so ab 10, 12 Grad Celsius. Bist du unterwegs in einer Region, wo es wirklich gerne mal so ein bisschen sich dem Gefrierpunkt annähert, dann ist Kartoffelbrei ein deutlich dankbareres Gericht, weil der quasi gar nicht ziehen muss. Den gießt du auf mit heißem Wasser, dann ist der fertig. Dann schlimmstenfalls isst du die letzten Bissen kalt, weil er halt auch schnell wieder auskühlt. Aber ja, ziehen lassen bei super kalten Bedingungen schwierig oder man braucht wieder mehr Brennstoff, weil man halt eben dafür sorgen muss, dass das Ganze warm bleibt, was man ziehen lassen möchte. Als Alternative zu den modernen Kauf-Tracking-Gerichten bietet sich in jedem Fall übrigens auch noch zum Beispiel sowas hier an. Ne? Das ist im Grunde auch gefriergetrocknete Nahrung. Die hat meistens nicht so eine hohe Kaloriendichte. Sowas hier ist oft noch was zugesetzt, was für zusätzliche Kalorien sorgt, wie einfach ein höherer Ölanteil, also Trockenöl in dem Fall. Oder irgendwelche extra Proteinbestandteile oder irgendwelche sonstigen sattmachenden Sachen, extra ein bisschen Maltodextrin und was weiß ich was drin. Das ist nicht unbedingt gesund, aber es erhöht halt die Energiedichte auf dem Raum. Das hast du in den Dingern normalerweise nicht drin, weil die nicht darauf ausgelegt sind, besonders viel Kalorien zu haben. Soll heißen, das Säckchen hier wiegt 133 Gramm und hätte circa 454, muss kurz rechnen, ja, 454 Kalorien. Ist also okay, absolut. Mir persönlich schmecken die auch gar nicht schlecht, aber naja, es ist halt okay. Mehr auch nicht. Aber ja, das kann Trekkingessen sein, absolut. Und das kostet halt einen Bruchteil von sowas. Ja, und man müsste es ein Weilchen kochen. Kann man auch sein lassen, kann man auch ziehen lassen, ja, aber auch hier wieder das Temperaturproblem. Dieser Gesamt, es ist ein wesentlicher Faktor, dass alle im Supermarkt erhältlichen Fertigessen, die man nur kochen muss und dann sind die fertig, einfach erheblich länger kochen müssen als sowas hier. Ja, oder zumindest nach Packungsangabe länger kochen müssen. Ist eine Frage der Kulinarik, ob man auch damit leben kann, dass man es einfach ewig lange ziehen lässt. Ich denke, auch sowas kann man theoretisch per Cold Soaking herstellen, beziehungsweise zubereiten und dann kalt essen. Dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen knackig oder ein bisschen zäh, aber gehen tut das auch. Die Kalorien sind trotzdem drin. Weitgehend. Allerdings würde ich dann kein Linsen- oder Erbsengericht nehmen, weil Linsen oder Erbsen schon möglicherweise ziemlich lange brauchen, bis die mal durchgezogen sind. Eher vergleichbar ist dann zum Beispiel hier sowas, diese asiatischen Nudeln. Die haben nämlich unter der Voraussetzung, dass man sie hinterher noch ein bisschen anbrät, ja. Also der eine Esslöffel Öl, den man zum Anbraten braucht, ich weiß nicht, ob der mit eingerechnet ist.
ist jetzt halt die Frage. Für den Outdoor-Anwender wäre es natürlich besseres Marketing, wenn Sie den Esslöffel Öl einrechnen. Dafür, dass das Zeug normalerweise zu Hause verwendet wird, wäre es eigentlich geschickt, wenn man den Esslöffel Öl nicht einrechnet. Aber normalerweise brät man die halt eben noch ein bisschen an. Aber hier steht es drauf, pro Portion, zwei Portionen sind drin, 277 Kalorien. Dann sind wir also bei gefühlten 550, sowas um den Dreh, 554. Und ja, das ist auch ganz gut, ne? Bei 121 Gramm. Jetzt hat der Sack hier zwar 700 Kalorien, aber der hat also auch 160 Gramm. 163 Gramm, um genau zu sein. Ne? Also das nimmt sich nicht viel, rein vom Kalorienwert her. Nimmt sich das wirklich nicht viel. Und das muss man einfach wissen, dass man mit solchen Tüten für den kleinen Geldbeutel halt eben wirklich auch seine Outdoor-Erfahrung machen kann. Und man überlebt das auch. Und schlimmstenfalls isst man halt zwei davon. Ne? Aber gehen tut das. Absolut. Brennstoffbedarf ist halt lediglich so ein wenig das Thema. Aber da muss man experimentieren. Mit wie wenig Kochen kriegt man das noch so weich, dass es einem persönlich noch einigermaßen schmeckt. Bei Nudeln, Kartoffelbrei übrigens alternativ gibt es auch noch sehr, sehr empfehlenswert, damit man immer nicht nur Nudeln und Kartoffelbrei futtert. Ja, wo habe ich ihn hingestellt? Irgendwo hatte ich noch einen Couscous. Ich finde meinen Couscous. Ah, da ist mein Couscous. Couscous. Couscous ist im Vergleich zu Nudeln sogar noch mal ein bisschen energiereicher, glaube ich. Wo steht's? Nein, ist er nicht. Also es gibt manchen Couscous, der ist ein kleines bisschen energiereicher, aber 343 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ne? Das ist ja auch nur Weizen, beziehungsweise, soweit ich weiß, ist Couscous aus Weizen, oder? Ja, Hartweizengrieß hier. 100%. Mehr ist nicht drin. Na schön. Bio. Oh, toll. Einfach noch mal als Alternative. Wer Mais mag, kann auch Polenta nehmen, hat ähnliche Kalorienwerte, das nimmt sich alles nicht viel. Man kann mit Hartweizengrieß natürlich auch Grießbrei machen, das ist auch wieder ganz ähnlich kalorienmäßig. Es ist halt plus minus alles dieselbe Pflanze. Und ja, Maisgrieß hat ein bisschen was anderes, aber nimmt, wie gesagt, es ist kaum ein merkbarer Unterschied. Läuft alles auf selbe hinaus. Also, das sind immer Hauptzutat. Gerade auch Couscous lässt sich ähnlich wie Kartoffelbrei verwenden. Ne? Es ist halt hinterher so eine breiige Konsistenz und du kannst wunderbar Eier dazu machen oder halt eben, du machst dir ein Sößlein dazu. Ein Sößlein dazu machen kann man eben machen, indem man, Entschuldigung, meine Nase, muss mal kurz mich um die Nase kümmern. Ja, also ein Sößlein, da kann man sich entweder sehr verkünsteln, indem man diverse Pülverchen zusammenmischt oder man kauft zum Beispiel sowas. Ja. Sind die kulinarisch herausragend? Ne. Geht das? Absolut. Ja, und der Hunger treibt es rein, draußen im Nirgendwo. Die sind jetzt vergleichsweise groß. Das sind zwei Portionen, also zwei Würfel, wenn man es jetzt in der Mitte durchschneiden wollen würde, was ich gerade nicht will, geben jeweils offiziell 250 Milliliter. Auch damit habe ich leider schon ein bisschen Erfahrung und kann sagen, naja, wenn man eine richtige Soße haben möchte, die auch ein bisschen sämig ist, also sprich etwas dicker als eine Suppe zum Beispiel, dann würde ich eher 200 Milliliter Wasser nehmen, aber dann passt das ganz gut. Jetzt ist Kartoffelbrei mit Tomaten. So ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was es am effizientesten rein vom Packmaß her im deutschen Supermarkt zu kaufen gibt, ist der klare Bratensaft von Knorr. Das ist tatsächlich das kleinstmöglichste, was man als Soße mitschleifen kann auf Tour. Wie gesagt, im deutschen Supermarkt. Die Migros in der Schweiz hat auch Bratensoße als Würfel. Und das ist wirklich eine Bratensoße. Die ist erheblich besser als das Zeug hier aus Deutschland. Aber ich bin nicht extra in die Schweiz gefahren. Ich hatte kurz überlegt, machen wir auch mal irgendwann noch. Und dann haben wir mal noch ein kleines Outdoor-Futter reloaded, was du in der Schweiz so bekommen kannst. Ja, die haben krassen Shit. Diese Schweizer. Ja, inzwischen ist die Schweiz übrigens auch gar nicht mehr so teuer, weil bei denen ist kaum Inflation, bei uns schon, also gleicht sich das langsam an. Was irgendwie gut ist, andererseits wäre es auch schön, wenn man in Deutschland weiterhin günstig kaufen könnte, ne? Aber jedenfalls, die Dinger sehen so aus. Ist im Prinzip wie ein Brühwürfel, nur dass es halt Soße ist. Nicht zu viel Wasser.
Wasser drauf geben, das, was hier auf dem Zettel steht, 250 Milliliter, vergiss es. 250 Milliliter, zwei Würfel. Naja, okay, das mag vielleicht klappen, aber man kann ja ein bisschen gucken, wie man das am blödesten hinbekommt. Aber in jedem Fall ist es kompakter, wenn man, sagen wir mal, zwei Würfel auf 200 Milliliter nimmt, dann hat man doch das kleinere Packmaß als bei diesen Soßen hier, wenn man dann Bratensoße mag. Die ist okay, sie ist jetzt halt schon kein großer Wurf, ne? Insbesondere da der Braten dazu ja leider fehlt. Ja, aber das einfach nur als Beispiel. Man kann auch jede beliebige Spargelcremesuppe, Tomatencremesuppe, Zwiebelsuppe und was auch immer als Soße verwenden. Halt einfach mit weniger Wasser aufgießen und auch wieder zu Couscous, Kartoffelbrei etc. pp. Verwenden. Und das gibt dann doch insgesamt eine relativ große Vielfalt möglicher Gerichte. Und jetzt ist die Frage: Mischt man sich das vor Ort? Nimmt man einfach Nudeln mit und Soße mit und mixt sich das draußen in der Pampa zusammen? Oder füllt man das daheim schon ins Tütchen oder in ein alternatives Tütchen oder was auch immer und macht sich schon seine fertigen Mischungen, schmeißt das zusammen in den Topf und lässt es dann ziehen? Das Letztere würde ich fast empfehlen, weil häufig fehlt mir die Energie, draußen jetzt wirklich noch Bock zu haben, richtig zu kochen. Bei Kartoffelbrei sieht es anders aus. Kartoffelbrei würde ich nicht mit Soße zusammen in einen Beutel schmeißen. Da macht man schon Kartoffelbrei separat und dann noch so Soße oben drüber. Kartoffelbrei mit Gemüse. Füllungen und so weiter und so fort, ne? Aber ja, das, wie man das oder was man da so machen könnte, das wäre dann Teil 3 unserer Trilogie zu Trekkingfutter. Und da hätte ich dann einfach ein paar Rezepte, die für uns bisher funktioniert haben, die ich euch einfach mal weitergeben möchte. Aber da müsst ihr dann auch selber noch experimentieren, ne? Aber das wäre dann, wie gesagt, der dritte Teil. Das Ding ist auch viel länger geworden als gedacht. Frau braucht die Küche, daher. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das zu hören war, Schatz. Egal. Okay. Ich brauche Platz. Okay.